Season 13, glaube ich. Ich meine immer noch 13, ich weiß das nie genau. 13 Streak Nummer 2. Oder Run Nummer 2. 11er Tier-Rate, 3,88 Damage. Ghost Baby und diese Bombe, die wir am besten gleich mal hier hinlegen. Na? Schade. Und drei Herzchen und keine XL-Ebene, okay. Oh. Fängt ja schon mal gut an. Nein! Oh. Normalerweise läuft er nicht nach rechts, aber gut. Jetzt ist er nach rechts gelaufen, ne? Schmerz. Ist doch aber ein Cover, das ist doch normal. Von wem ist das denn normal? Wir sind Helden? Nee, von Mia ist das normalerweise. Ah, Matzen Mia Remake, okay. Song Request, ja super, ne? Freue mich auch, dass ich das machen kann. Hast aber die Trash-Abend noch nicht erlebt. Wenn irgendeiner anfängt, Trash zu posten und ein paar machen das nach. Das nimmt dann so eine kleine Eigendynamik an. Das ist grausam manchmal. Manchmal auch lustig, wenn die guten Oldschool-Bravo-Hits unserer Zeitpatter kommen, ne? Aber manchmal auch echt grausam. Aber mittlerweile sind es ja genug Leute, die bei mir subscribed haben. Die können ja auch skippen, wenn es wirklich ganz schlimm ist, ne? Willst du? Was haben wir denn? Bonzo, okay. Was macht Bonzo nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Ruhe, ein paar Tipps von dir holen. Ach, Mensch, was ist denn mit meinem Internet heute los? Sorry, wenn es ab und zu ruckelt. Will zwar nicht wirklich Stream einsteigen, aber technisch zumindest auf der Höhe sein. Ja klar, können wir gerne mal miteinander reden. Ich habe das auch, das meiste Technische von Renima, finde ich, ab und zu mal hoste. Die hat mir das mal alles erklärt. Zumindest soundtechnisch und streamtechnisch habe ich mir das eigentlich selbst beigebracht. Aber soundtechnisch hat sie mir das alles gezeigt. Bin ich auch noch sehr, sehr glücklich. Das war ein schöner Samstagnachmittag. Da hat sie mir das alles per Videochat über Discord gezeigt. Bonzo hieß das Teil, ne? Das hieß doch so, oder? Hier. Bozzo heißt das. 0,1 Damage up and 1 Soul Heart. Adds a random chance for an enemy in the current room to become charmed or feared. Okay, das ist ein ganz wichtiges Item. Oh mein Gott. Ja, klar. Ja, gerade auch mit den Bots einstellen und so, ne? Also ich beangbot oder so ist schon ganz geil. Und Streamlabs nutze ich nicht, ich nutze Tippy Stream, aber ist ja vom Grund auf dasselbe. Kann man schon viel machen. Kann man auch noch viel mehr machen wie das, was ich mache. Gefährlich? Nein. Nice. Oh, super. Ah, ich kann nicht rerollen. Ich kann mir kein Geld rausrollen. Das ist natürlich scheiße. Was haben wir denn hier? Naja, ich komme nicht mehr an. Außer der Geheimraum. Yes. Reicht aber trotzdem nicht. Schade. Schade. Ja, wir warten mal ab, was der Boss noch kann. Oh Gott, mein Lieblingsraum, ne?
Hier verliere ich gerne meine Streak. Aber nur, wenn der Special hier drin ist, weil der nervt echt. Wenn der Special-Typ hier drin ist. Gerade das Großholz verderbt. Das ist der zweite Boss in Dark Souls 3, meinst du? Oder meinst du was anderes? Warte mal, jetzt können wir noch Glück haben hier drüben. Ha, wir haben Glück. Nice. Ja, dann meinst du, er wird's ja auch eher das Ästchen sagen und nicht das Großholz, oder? GZ, danke. So, da darf ich nicht rein. Okay, gehen wir mal hier drüber. Oh, Gobi. Bisschen weit links, oder? Ja, scheiße. Warum habe ich da eigentlich eine normale Bombe genommen, ich Dödel? Oh, wie schlecht. Guckt das niemals mehr bei mir ab, was ich hier gerade mache. Ganz schwach gespielt. Das war echt super schlecht. Ja, mein Lippenstift. Nein, nein, das ist eine Clownsnase. Wegen dem ich glaube echt, das soll eine Clownsnase sein, wegen dem Bonzo. Bozzo, nicht Bonzo. Wegen dem Partyhütchen. Weil ich habe ja auch einen weißen Lippenstift hier außenrum. Aber münztechnisch ist irgendwie nicht viel los in dem Run, ne? Endlich. Na. Mir gerade auf, das ist wie absolute Wahnsinnsshow von, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das Lied, absolute Wahnsinnsshow, genau derselbe Rhythmus, beziehungsweise dieselbe Melodie wie bei Chine, mir noch nie aufgefallen vorher. Ein fettes Brot ist das, glaube ich, mit irgendjemand zusammen, ich weiß gar nicht von wem, mit wem.
Weiß nicht, wie der Typ heißt. Ich hab schon wieder. Was ist denn mit meinem Netz heute los? Ey. Grauenhaft. Nice. An Tagen wie diesen, ganz genau. Fettes Brot, ne? Mit irgendjemand zusammen. Ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Aber ist exakt identisch, die Melodie. Zumindest während dem Refrain. Oh, ich bin falsch gelaufen. Degas hatte ich nicht, also brauche ich da gar nicht rein. Absolute Wahnsinn, Fernsehen und im Radio. Weiß meine Gesangsfütze, ne? Kennt ihr ja. Oh. Der Belly Button. Finkenauer. Okay. Oh, Shooter Shadow, ja, optimal, ne? Ja, wenn Shooter Shadow hier kommen würde. Oh, das war Glück. Kohle, Kohle. Oh. Nehmen wir Grampus mit, ne, würde ich sagen. Okay. Der Damage lässt noch zu wünschen übrig, aber ist ja erst Ebene 3, ne, also alles chillig. Wir haben Full HP, alles gut. Bomben, bitte. Bomben. Bomben. Da war noch eine zu eine Kiste. Oh ja, danke schön. Stimmt, da war noch so eine Mini-Kiste drin, ne? Dankeschön. Warum er das weggemacht hat? Wegen der Großschreibung an dem Punkt. Da ist er echt radikal, ne? Ja, danke. Caps. Nein, ich glaube nicht mal wegen dem Caps, ich glaube eher wegen dem Punkt klein D. Ah, falsch. Caps sind noch nicht genug, also da kann man glaube ich mehr, ich habe glaube ich 40 Caps oder so eingestellt, bevor er irgendwie rummeckert.
Bomben, bitte. Danke. Oh, nice. Nice. Trotzdem kommt mir... Das kommt mir noch nicht vor wie eine 9er Tier Raid. Aber okay. Hoppa. Fiese Kombi, ne? Die zwei Gegnertypen auf einen Schlag, das ist echt fies. Echt, ab und zu mal 265 Frames habe ich heute schon verloren. Oh, ja, kleiner Arsch, ne? Temperance. Jetzt nimmer. Ich hab's gewusst, dass es passiert, aber... da kommt noch einer. Auch eine fiese Kombi. Oh, ich habe nicht gesehen, wo er ist. Soll ich denn jetzt noch die Münzen herbekommen? Ja, genau. Ich keine Münzen mehr, ne? Schade, schade, schade. Die Black Candle wäre super, natürlich. Ich kann auch nichts mehr machen. Aber doch, ich könnte da... Können wir gleich mal gucken. Erstmal Boss. Geht doch. Er ist zumindest ähnlich, ne? Nennen wir es mal ähnlich. Müsste man mal ohne Gesang nebeneinander hören. Zumindest daran angelehnt.
Ups. Also Kakao entstanden beim Automaten, ne? Oh ja, stimmt. Guck mal hier. Optimal, ne? Wann gibt's denn sowas? Dankeschön. Hätte ich jetzt nicht gesehen. Antagen? Okay, das nehmen wir mit. Ja, keine Bomben. Na doch, da haben wir. Cricket? Nein, schade. Ja, so langsam komme ich mir ein bisschen besser vor hier mit meinem Pentagramm noch, auch wenn es nicht so viel macht, aber so 5 Damage beruhigt immer so ein kleines bisschen, ne? Alles, was unter 5 Damage ist, ab Ebene 3, 4, denkst du, ah. Da unten rein. Sinnlos Raum, ne? Warum? Oh, da war aber auch der letzte Ausweg gerade, ne? Da unten das Eck. Oh. Uiuiui. Glück gehabt, ne? Einfach nur Glück gehabt, dass das Orbital in dem Moment richtig stand. Das war alles. Hey, ich will die behalten. Judas Tang und so, kann man noch gut was kaufen, ne? Tomte, ne, oder? Tomte? Jo, sehr nice. Ja, ich wollte schon sagen, na, ich bin stärker als du, aber. Kommt, sie ist echt nice. Oh, das ist natürlich sehr nett. Macht das nicht auch noch Tiers ab oder nur Range? Nur Range, aber das ist ja egal, ne? Hui. Tomte mag ich. Ansen Band finde ich auch sehr geil. Das ist ja nur so ein kleines Projekt gewesen, aber richtig cool. Bin ich Freund von so. Seltsam, ich treffe gelegentlich den Musikgeschmack von jemandem. Ja, ich bin eher so der neue deutsche Pop, nenne ich es mal. Ist ja eigentlich kein Pop, Liedermacher, was weiß ich. Finde ich ziemlich geil. Gibt ziemlich viel. Auch Olli Schulz oder so, finde ich ziemlich geil. Ziemlich viel eigentlich, was ich gerne höre.
Ich höre auch gerne Philipp Poisel, obwohl jeder sagt, es ist so eine Heulsuse und Liebeslieder, Schnulzenfuzzi. Allerdings nicht oft, ne? Da musst du schon irgendwie ein bisschen Bock auf so Schnulzenzeugs haben. Aber dann höre ich auch gerne Philipp Poisel. Damit ich gar nichts anfangen kann, ist Xavier Naidoo und das Zeugs. So in Mannheims. Das ist mir zu gefaked irgendwie geschnulzt. Das empfinde ich als nicht echt. Kann ich unterschreiben, was du sagst, ja, ne? Ja, es war schon Groove und Flow und schöne Stimme und tolle Mucke und gut produziert. Aber ist halt nicht meins, ne? Muss man einfach sagen, ist halt nicht meins. Muss ich noch irgendwo hin? Ja, den Shop habe ich immer noch nicht. Achso, ich kann ja durch die Wände schießen. Hm. Aber ist sehr flexibel. Ich höre auch MC Fizzy. Also, bei mir keine Probleme. Aber es gibt manche Sachen, so wie Xavier Naidoo, das früher habe ich das, konnte ich das gar nicht hören. Mittlerweile kann ich es anhören. Xavier Naidoo, ich muss jetzt nicht mehr wegschalten, wenn es im Radio kommt. Ich bin kein Hater oder so. Aber ist halt einfach nicht meine Mucke. Ich kann da überhaupt nichts. Ich empfinde nichts, sagen wir mal so. Ich bin es einfach nur langweilig und abgelutscht. Ja, deutsche Mucke ist bei mir sehr kritisch. Kritischer als englische Musik, weil ich ein Typ bin, der eher auf Texte hört, ne? Klar, das Lied muss auch geil sein oder der Song, aber mir ist der Text schon sehr wichtig. Okay, so viel zum Shop. Nice. Warte, kenn ich ja auch. SPD, oder? Ja, SPD. Ich kenne den Songs nicht, aber die Stimme ist eingängig. Okay, das ist jetzt was, kann ich mir auch anhören. Würde ich mir jetzt auch privat nicht anhören, weil es, obwohl es geht, das mit Sido oder so. Wo war ich letzte Nacht, in der Nacht von Freitag auf Montag oder so, fand ich auch ziemlich geil. Ja, sehr funlastig, wie halt, wie heißen die alles hier auf Deutsch nachsingen mit, wie hießen die denn, oder wie heißen die denn, die alle möglichen, keine Ahnung, Bed of Roses und was weiß ich, auf Deutsch mit irgendwelchen lustigen Texten singen. Fällt mir gerade nicht ein. Oh Mensch, sowas ist immer nervig. Ja, wie gesagt, SPD ist okay, ne? Ich kann mir das anhören, aber. JBO heißen die. JBO, jetzt. Dem ist mir's eingefallen. Die gibt's ja auch schon endlos ewig lang, JBO, ne? Das war eng. Okay.
Muss gerade ein bisschen konzentrieren hier, ist gar nicht so. Das ist schon okay, ne? Oh shit, da war noch ein Träne. Hab ich gar nicht gesehen. Sind wir Depths 1, 27 Minuten, das ist okay, ne? Was? Auch echt jetzt? Na, dann kriegen wir jetzt wenigstens noch einen Raum, ne? Ein Shop mit einem Raum. Dann kriegen wir jetzt noch einen geilen Shop. Vielleicht so irgendwas mit Reroll-Maschinen, das wäre lustig jetzt. In Depths 2. Ah, stimmt, ich kann ja da durchschießen, ne? Denke ich nie dran. Ja, siehst du, die haben auch recht. Jetzt was völlig anderes, bin ich gespannt. Aber SPD hat auch Ärzte-Lieder, ne? Also hört sich zumindest ernst an. Ich kenne den Text jetzt nicht genau, aber. Oh Gott, ah, welcher ist es? Der gerade. Oh, da bin ich fast reingerannt. Yeah, hi Naru, Skillet. Ist so geil, ne? Skillet! Genug von der scheiß Deutschmucke da. Mach mal Skillet. Bin gespannt. Oh, eigentlich wollte ich den töten. Ja, nein, 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 nein. Ich sag ja, so langsam merkt man, dass der Damage schon nicht so da ist. Aber ist okay, ne? Exertierate, alles gut. Alles gut. Ich bin auch mal wieder dabei. Ja, das freut mich, Naru. So lange warst du gar nicht weg, oder? Eine Woche vielleicht oder so? Oh, nee. Unnötig. Das war echt useless gerade. Naja. Nee, ich heb mir es für den Job auf. Ich habe ja genug Herzen. Hab schon 5 Stunden Musik gehört. Sonst nichts gemacht? Einfach nur Musik gehört? Oder währenddessen irgendwas anderes gemacht? Der andere ist in die Stacheln gelaufen. Geil. Arbeit, Haushalt, Essen, Duschen. Okay. Ja, da bin ich auch sehr froh, dass ich auf Arbeit, wenn ich zumindest, will ja 8-9 Stunden arbeiten am Tag halt, ganz normal. Und, ey, so richtig gut ist der Run nicht. Das ist von dir, Pata. Ja, ist lustig. Finde ich jetzt wo ich sehe, wie es heißt, ist lustig. Ja, was ich sagen wollte, ich bin recht froh, dass ich auf der Arbeit das auch machen kann, also auch Mucke hören kann. Geht nicht immer natürlich, muss recht viel telefonieren und so weiter, aber wenn ich jetzt Rechnung bearbeite oder irgendwelche
stupiden Sachen mache, sag ich mal, ist das schon cool, ne, Mucke hören zu können. Nein! Oh, so unnötig. Würde ich mir auch nicht privat anhören. Das Lied der Grähen. Ja, so richtig gut ist der Run nicht. Da hast du, wer hat das geschrieben? Ozek, oder? Vollkommen richtig. Oh, und ich bin auch noch langsam. Wie gesagt, es könnte auch so ein ich drop so ganz langsam runter Run sein. Oh. Ja. Der Run ist winnable, klar. Easy. Kein Evil Up bisher. Aber man muss sich mehr anstrengen, als man eigentlich will. Was ist bei so einem Spiel, ne? Da schießt er genau. Na. Gewusst, dass es passiert. Rex Steven, ne? Little Steven. Naja, wenn jetzt ein großer Bruder hier drin ist, dann bin ich zufrieden. Ach, da drüben kann ich den auch hinschieben. Nix drin. Super. Willst du eine Tesla-Spule? Warum? Achso, alles klar. Also ich muss wahrscheinlich nochmal zurück, weil hier wird der Boss sein, schätze ich mal. Aber cool, wenn sie von beiden Seiten beschossen werden, dann sind sie ziemlich schnell down. Na, ja, hier ist der Boss, fucking. Das ist warm. Das heißt, wir müssen noch einmal kurz zurück den Itemraum holen. Zweimal doppelt in Dinger gelaufen, ne? In Stacheln, in Dinger. Ich hoffe, der ist jetzt hier irgendwo recht schnell. Das Schöne ist, ich habe noch die Double-Active-Karte. Das heißt, ich kann hier doppelt mir ein Schutzschild geben. Erstmal Shop. Naja, ist ganz cool. Hermit, ja. Das ist ziemlich wurscht.
Ja, wenn es gute Bücher sind, ist es gut, ne? Das reicht. Was haben wir hier noch? Two of Spades, okay. Oh, nice. So, und hier. Nee, ganz ehrlich, nee, das ist Epic Fetus. Ich habe eigentlich so. Ich habe eigentlich ein geiles Bild. Na? Ich will das weiterspielen. Da oben können wir noch reingehen. Das ist ein kleiner Raum, der ist gefährlich. Hab's gewusst, dass er mich nochmal trifft. So, naja, gut, war nicht schlimm. Ich hätte eh Schaden bekommen beim Rausgehen, ne? Machen wir den auch noch platt hier. Nein, Naru. Epic Feet ist ja kein Selbstmord. Ist halt Ludovico mit Fettbomben-Damage. Selbstmord nett, aber. Es wäre schon fettes Damage ab eigentlich, aber. Ich hab's mir echt überlegt, weil ich halt so wenig Damage habe, ne? Aber die Tierrate ist so hoch, das ist eigentlich echt gut. Nice. Das ist natürlich jetzt richtig geil. War gut, dass ich es nicht mitgenommen habe, ne? War gut, dass ich es nicht mitgenommen habe. Da die Raketen auch hinter dir kommen. Das stimmt, das stimmt. Das wäre ein bisschen Selbstmord mit dem Eye in my back oder wie das heißt, ne? Das ist richtig. Da hast du vollkommen recht. Außerdem wäre dann mein Continuum oder Continuous useless gewesen, ne? Nichts. Was kommt denn da rechts Süßes? Ey, ist halt echt geil, ne? Mit den durchgehenden Tiers. Das ist schon cool. Hoppa. Da ist sogar der Boss, ja, ist ja nett. Okay.
Das ist ein guter Punkt gewesen, Nao, mit den Raketen hinter mir. Da hätte ich wahrscheinlich im ersten Moment gar nicht dran gedacht. Hätte mir das Ding gekauft und hätte dann gedacht, oh Scheiße, jetzt muss der wirklich wieder riesig aufpassen, ne? Ja, ich glaube nicht, dass hier oben rumgeht. Unten oder links? Wo soll ich hin? Oh, unfair. Aber gut. Hätte noch Schild drücken können, ne? Guck mal, wie viele Batteries hier drauf. Wer droppt denn eigentlich so viele Batteries hier? Battery Dropper. Ach, den habe ich auch noch nie so lang gesehen. Das ist ja süß. Kommen trotzdem nur zwei raus. Den gibt es doppelt noch. Das genau meine ich mit Selbstbord. Ja, hast du vollkommen recht. Vollkommen richtig. Ich habe es jetzt zum Glück intuitiv nicht genommen, ne? Zwar aus anderen Gründen, aber... Da war eine kleine Fake-Kiste drin, ne? Toll. Hoppa. Treffe ich ihn so rum? Nein. Hat. Oh. Das war aber pixelgenau daneben eben der erste. Ja, die sind echt überflüssig, das stimmt. Das ist richtig. Echt jetzt? So, jetzt hast du gelitten. Selbst schuld. Da hat sie riesig gebracht hier. Auch ein cooler Song. Ganz im Ernst, ich weiß, da ist schon 30 Münzen rein und es ist noch nichts gedroppt. Mich. Wahnsinn. Ah, okay, jetzt werden sie noch homing, ne? Wenn sie durchgehen. So geil. Okay, sollte passen, der Run, ne? Schätze ich mal. Sollte passen. Oh, Björk, geil. Das ist ja auch so ein. Natürlich ist ein guter Song, habe ich doch gewünscht. Ah, dann, ne? Dann. Björk ist so ein Ding. Finde ich ein paar Songs geil. Ein paar, denke ich, hat sie die alte noch alle? Ist halt komplett durchgeknallt, die Frau, ne? Ja, klar.
So, ich bin unten in die Stachel gerannt, ne? Oh Gott. Ah! Nehme alles zurück. Nein, sicher ist das bei mir gar nicht. Kathedrale ist bei mir nie sicher. Das geht ganz schnell. Ich bin irgendwie Kathedralenhasser. Und Isaac Hasser. Ja, das könnte natürlich auch im Namen liegen, ja, das kann sein. Könnte es am Namen liegen, könnte was dran sein. Hängt der Ingame-Chat an? Ja, der Ingame-Chat ist an. Alter Mann ist verspannt. Okay. Fängt schon mal gut an, ja. Direkt verplant. Nein. Wo ist denn meine Double Active Karte? Warum ist die weg? Ah, die habe ich im ersten Raum liegen lassen, oder? Kann das sein? Ah. Das ist ein Scheißraum, ne? Da drüben liegen lassen. Die brauche ich unbedingt. Aber wie gesagt, der Run ist mal durch. Das kann schneller gehen, als man denkt. Oh Gott. Nein, ich treffe überhaupt nichts. Bringt das was? Ah, jetzt dieser Deppeneffekt weg. Aber das macht ja auch nichts. Dann kommst du direkt zurück. Das ist auch in Ordnung. Komm, Luck ab. Ich probiere es jetzt da oben natürlich noch, aber es wird wahrscheinlich eine Sackgasse sein. Jetzt schon wieder reingebastelt. Ja, nice. Die Antwort.
Wie geil ist das denn? Schon gedacht, kommt mir doch irgendwie nach, hört sich noch ein bisschen nach Yolandi an. Kann ja nur die Antwort sein. Ist auch ein Song-Request von euch? Wahrscheinlich, ne? Falsche Wheel. Okay, das ist okay. Oh, yes, Mother. Hihi. Ey, Yolandi, Weltklasse. Das ist natürlich auch geil. Aber mir ist das hier irgendwie lieber. Für den Endboss zumindest. Ja, jetzt böllert's schon hier. Mit dem Bouncing, das war eine gute Idee. Kohle wäre natürlich jetzt Weltklasse, ne? Na gute Ninja, ne? Ai, 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 be my butterfly. Okay, nice. Ich mag ja die Antwort. Ich mag auch die ganzen Kurzfilme mit denen und ich mag auch Chubby. Chubby hieß der, ne, der Film. War jetzt nicht super toll, aber da die zwei mitgespielt haben, fand ich das einfach super. Danke, Pater. Das ist halt so geil fake, ne? Ich mag die so. From South Africa.